was ist in meinem Ohr? Was ist eigentlich Tonvorstellung oder etwas hören innerlich? Und wie kann das in meine Finger, in die Tasten zur Musik werden? Ich unterrichte Lied- und Bewegungsbegleitung. Und zum einen die Bewegungsbegleitung, da lernen sie halt zur Bewegung zu spielen, zum Beispiel zum Gehen, eine Gruppe ins Gehen zu bringen. Das ist dann metrisch gebunden, da geht es darum, den Puls genau aufzunehmen, den Puls zu finden, die kinetische Energie, die Bewegungsenergie musikalisch umzusetzen. Arbeitet zum Beispiel daran, dass die ihre Finger auf eine Taste legen und dann durch die Taste hindurch, durch das Hämmer, durch diesen Hammer an die Seite spüren und sich vorstellen, sie spielen an der Seite. Und dann können die das halt auch auf ihren Beinen machen, wenn ich die anderen einbeziehen will oder dann in die Luft, einfach dieses Portato, diese Artikulation. In der Improvisation gibt es eigentlich keine falschen Töne. Ich stelle dann Situationen her, wo das Klavier oder wo die Musik zur Bewegung inspiriert. Und bei diesem zur Bewegung spielen beobachte ich immer, dass das für die Spielenden ganz spannend ist, wenn sie mit der Aufmerksamkeit in den Raum gehen und wenn sie sich verbinden mit der Bewegung. Es geht ja immer um dieses Führen und Folgen, die Musik führt, die Bewegung folgt, die Bewegung führt, die Musik folgt. Und manchmal ist es aber einfach auch so ein sich gegenseitig inspirieren. Und das finde ich spannend. Also solche Momente sind zauberhaft einfach, magisch. Die haben sehr viel Spaß, also die kommen eigentlich sehr gerne in meinen Unterricht. Mein Ziel ist es, da wo sie sind, mit dem, was sie können, sie ins Flow-Erleben hineinzubringen. Also in ein Spiel, was sich weiterentwickelt aus dem Moment heraus, im Kontakt zur Bewegung oder im Kontakt mit dem Hören. Und ich glaube, so dieses Miteinanderlernen, Zusammenlernen, gemeinsam lernen, das genießen die sehr.